Das kann man nicht. Also von anderen Entwicklern habe ich schon deutlich schlechtere Filmspiele gesehen. Nehmen wir einfach mal Batman. Ne? Batman Arkham Knight war so ziemlich. Ich habe es vom Start aus. Ich habe es vom Start gekauft und es war im Anfangsbereich, ja, habe ich ja schon mal erzählt, fast nicht spielbar. Es war fast nicht spielbar gewesen. Und die Sache ist aber die, eine Oberfläche von 901 Operator. Ja? Tut mir leid, aber was willst du großartig falsch machen? Ja, aber du musst halt auch die ganzen Events mit einpflegen, was ja auch funktioniert hat. Ne? Du musst die richtigen Dateien, du musst die richtigen Quelldateien verknüpfen. Du musst die halt auch auf die Position, dadurch, dass die Maps halt auf OpenStreetMap basieren und du jede beliebige Stadt spielen kannst, musst du. Man muss es den Leuten wirklich anerkennen. Oh, ich bin ja schon fast da. Man muss es den Leuten wirklich anerkennen, dass sie da ein wirklich sehr, sehr rundes Spiel auf die Beine gestellt haben. Das haben sie einfach gemacht. Doch. Ja. Und dass sie Events auch über verschiedene Städte geklappt hat. Egal welche Stadt ich ausgewählt habe, jeder hat funktioniert. Ne? So. Und das Spiel, woher soll das Spiel wissen, oder woher sollen die Entwickler wissen, dass ich gerne die Map Bottrop gespielt habe, oder die Map Gladbeck, oder die Map Gelsenkirchen, oder Duisburg, woher sollen die das wissen? Die können nicht alle Städte der Welt, und davon gibt es einige tausend, können die nicht im Vorfeld schon mit eingepflegt haben. Moment kurz. Ne, und auch die, und dann halt auch die Einsatzorte dementsprechend einpflegen. Das können die nicht wissen. Ne, die haben da mit Sicherheit einen Algorithmus laufen. Ne, die haben da einen Algorithmus laufen, der auch einwandfrei funktioniert hat. Ne, der auch wirklich einwandfrei funktioniert hat. Und mit dem es dann auch möglich war, dieses Spiel einwandfrei zu spielen. Ja, und das ist das Einzige, was dort eben... anspruchsvoller war. Ja, so, und wie gesagt, da muss man wirklich sagen, das ist wirklich gut gelöst, es gab keine Probleme. In der ersten Folge war es ja einfach nur gewesen, dass ich das Spiel meinetwegen, ja mein Gott, das passiert, nicht darauf hingewiesen hat, dass ich die Firewall freischalten muss dafür. Ne? Das war das Einzige gewesen, was mich da in der ersten Folge wirklich genervt hat. Das hatten wir im Stream gespielt. Und wie gesagt, das war wirklich das Einzige gewesen. Und aber ansonsten ist das Spiel wirklich perfekt gelöst gewesen. Aber das kannst du dennoch nicht mit einem Spiel vergleichen, wo du eine große dreidimensionale Umgebung hast und so weiter und so fort. Das ist mir schon klar. Ja. Vor allen Dingen, was ja die grafischen Sachen angeht. Ja, aber wie gesagt, es gibt Beispiele, wo es funktioniert. Und es gibt Beispiele, wo es halt nicht so funktioniert. Ne? Aber das hatten wir schon mal gehabt. Ne, aber wie gesagt, dadurch, dass es halt wirklich so ein kleines Entwicklerstudio nur ist. Wie gesagt, ja, es ist halt der Algorithmus. So, aber wie gesagt, dadurch, dass dieser Algorithmus derartig gut gebaut ist, habe ich ehrlich gesagt keine großartigen Probleme. Ne? Und wie gesagt, also wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich das genauso wieder machen. Also auch mit Auch
Aber dennoch zahle ich nicht eben, wie gesagt, zum, jetzt, wo wir jetzt unsere Regel hatten, für Creativeverse, für das Pack, zahle ich keine hier 15 Euro noch was. Ja? Um die Fähigkeit zu kriegen. Hm. Weil vor allen Dingen die Entwickler haben ja noch einen Ingame-Shop. Ja? Wo man noch viel kaufen kann. Okay. Ja, aber das ist halt normales Free-to-Play. Es ist Free-to-Play, aber es ist hier, du kannst ja noch Items kaufen und die sind nicht gerade billig. Okay. Und hier dieses Plus-Pack bringt dir in dem Sinne nur Münzen für diesen Shop. Okay. Und eben die Fähigkeit, dass du eine Taschenlampe und ein Fluggerät bekommst. Und das auch mit trotzdem hier die 20%, das ist zu wenig. Ja, aber wie gesagt, also diese gerade die kleinen Entwickler, die unterstütze ich dann in dem Fall wirklich sehr, sehr gerne. Doch, mach. Kleine Entwickler, sofern die ihre Sache gut machen, bin ich immer ein Fan davon, diese wirklich zu unterstützen. Wo kommt denn der her? Ich weiß es nicht. Oh ja. Scheiß Blitz mit Feiern. Ach nee. Ja, aber wie gesagt, ich bin da nicht so. Vielleicht, aber wenn, dann muss auch hier in dem Preis was stehen. Aber ich sag's mal so, ich habe effektiv. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, insgesamt 2 Spiele auf meiner gesamten Liste, die das Geld wirklich nicht wert waren und auch bis heute nicht sind. Es sind effektiv 2 ganze Spiele. So. Ich hab ein paar, die ich aber aus dem Bundle aufbekomme. Na, also es sind effektiv wirklich 2 oder 3 Spiele, die es wirklich teilweise wirklich nicht wert sind. Das sind unter anderem, ja, ich muss es leider sagen, definitiv City Konami. Es ist so. Wenn der Spieler, wenn der schon nicht mehr reagiert, hier Kritik und sogar die Post löscht. Ja, zumindest haben sie, es ist kein Scherz, Damals habe ich Bescheid gegeben von wegen, yo Freunde, da und da und da und da und da liegt der Fehler. So, das Video ist heute immer noch online, also zumindest hier auf YouTube. Ist das letzte Video auf der, in der City Konami Oberfläche, in der City Konami Playlist. Bis heute. Und ich habe einfach auch, wie gesagt, ich habe dem Hersteller Astragon, war das glaube ich, habe ich geschrieben vom, oder Rondo Media, ich weiß es jetzt nicht mehr, habe ich geschrieben, passt auf Freunde, das Spiel ist gut, aber, so, und da haben wir natürlich, da haben wir ein separates Video damals aufgezeichnet, wo alle Fehler grob, wo wirklich die Fehler wirklich detailliert aufgezählt wurden und wo die auch gezeigt wurden. So. Was macht der Hersteller? Ich hab's bewusst erstmal nur auf der Facebook-Seite gepostet. Neben der Veröffentlichung hier auf dem Kanal. Und was macht der Hersteller? Er löscht den Post. Ich meine, es ist seine Entscheidung. Auf Facebook, natürlich auf seiner eigenen Website, auf seiner eigenen Page, darf er natürlich Beiträge löschen. Da sagt keiner was gegen. Da bin ich der Letzte, der sagt, okay, das darfst du nicht machen. Aber was mich halt wirklich angenervt hat, und da, ja, das hat mich wirklich genervt. Ich bin schneller als du. Wie gesagt, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich genervt.
dass sie das kommentarlos gelöscht haben. Und auch bis heute ist nicht eine einzige Reaktion von denen aufgetreten. Ne? Nö. Also, es sieht stark danach aus. Es sah und sieht immer noch stark danach aus. Ich hab's einfach mal bewusst nochmal mit installiert. Ich hab's bewusst einfach mit installiert und mal um mal zu gucken. Vielleicht kommt da ja mal ein Patch nochmal. Mhm. Der Patch ist, wie gesagt, bis heute nicht erfolgt. So, und das war dann halt, das ist für mich dann die Spitze des Eisbergs, wo ich dann auch selber sage, breche ich das LP damals ab? Weil, wenn diese Funktionen nicht gegeben sind, hat das Ganze keinen Sinn. Und in den Foren stand damals wirklich drin, ja, dann müsst ihr das und das und das abschalten, damit ihr nicht die ganze Zeit eine Strafe kriegt. Weil es war im Multiplayer damals wirklich so gewesen, dass wir Bußgelder für die Ampel ausschalten mussten, damit nicht regelmäßig die Staatskasse geplündert wird. Ja, weil Terror war nämlich intelligenterweise, das haben die alle Ampeln immer rund gezeigt. Genau. So, und das ist ein Feature, was mal eben schnell behoben werden kann im Vergleich. Ja, sowas ist wirklich schnell zu beheben. Wenn man es im Spiel schafft, dann kann man das auch im Multiplayer hinkriegen. So, und wie gesagt, das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, okay, jetzt Schluss mit Cityconomy. Da habe ich jetzt dann auch wirklich keine Lust mehr zu. Und an sich, das Spiel ist nicht schlecht gewesen. Das Spiel ist wirklich nicht schlecht gewesen. Aber diese Reaktion von der Firma, die geht gar nicht. Die geht wirklich nicht. Also, wenn, dann sagt man, okay, der hat recht, Entschuldigung. Ne? Aber kommentarlos einen Kommentar einfach mal eben löschen? Nee. Wie gesagt, man kann ja sagen, okay, setzen wir noch mal ein Entwicklerstudio dran, weil das Spiel hat ja auch ein bisschen Geld gekostet. Also wir reden bei Cityconomy habe ich, glaube ich, 5 oder 26 Euro für ausgegeben. So, und... Ich hab's zum Glück ein bisschen günstiger bekommen. So, und verständlicherweise, das ist so eine Sache, die muss ich mir so nicht bieten lassen als Kunde von dieser Firma. So, und deswegen wird es auch von dieser Firma hier auf diesem Kanal mit Sicherheit keine Videos geben. Boah, geht's jetzt? Hast du es jetzt? Endlich! Jetzt kann ich ja nicht ankuppeln. Wow. Du hast es schon geschafft. Jaja. Ich hab die erste Tour habe ich ja schon hinter mir. So. Nee, aber wie gesagt, ich will ehrlich gesagt jetzt nicht schon wieder oder vielmehr nicht schon wieder darüber aufregen. Weil es bringt nichts. Es bringt einfach definitiv nichts, sich darüber aufzuregen. Und ja, es ist so. Ne? Es bringt nichts. So, ja. Wie gesagt, also ich habe was, um jetzt mal wieder back to topic zu kommen.